So, dann wollen wir beginnen. Einen schönen guten Abend, liebe Pressevertreter, liebe VIP-Gäste und liebe Spray-TV-Zuschauer zur heutigen Pressekonferenz nach dem Hessen-Derby. Jetzt bei Neuem gegen die Kassel Huskies. Der Endstand 2:3 für unsere Gäste aus Nordhessen vor heute Abend. 3.553 Zuschauer. Und habe beide Coaches bei mir vorne, zu meiner Linken Rico Rossi von unseren Gästen aus Kassel und unserem Coach Petri Kojala. Möchte aber wie immer den Gästecoach als erstes fragen. Tja, ein intensives Spiel, Rico. Wie hast du es denn heute gesehen? Ja, danke schön. Guten Abend zusammen. Ja, sehr Spannung und Derby. Alle die Charakters von meinem Derby-Spiel. Viele Emotionen, viele Checks zum Ende gefahren. Was hat mir gut gefallen ist, es war nicht ein Strafenfest. Das hat sie, die Schiedsrichter, gut im Griff gehabt und er hat erlaubt, die Derby seine Charakter zu spielen. Und das ist wichtig. Ja, das Spiel über die ersten 10 Minuten haben wir wirklich nicht gut aus der Kabine gekommen im Vergleich mit Bad Nauheim. Und die hätten verdient 1-0 gegangen. Was war wichtig, war die 1-1-Tor, dass wir nicht aus der ersten Kabine 1-0 hinten stehen. Und das war ein typischer Tor von dieser Mannschaft. Wir spielen eine sehr zielgestriebene offensive Zone. Wir bringen Scheiben zum Tor, wir versuchen Knockschuss zu provozieren und wir versuchen unsere Zweikämpfe vor dem Tor zu gewinnen. Und das Tor ist ein sehr typischer Tor für unsere Mannschaft. Denn in Überzahl schießen wir was wir haben gedacht für ein Tor von uns, von Toni Ritter, aber letztendlich das für ein Eigentor. Das wir haben ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben das gut gespielt und die Glück bekommen. Und wie man sagt, man muss erst sein Glück arbeiten. Nicht nur, du bekommst kein Glück, wenn du nicht arbeitest. Und dann am Ende, die 3-2, letzte Drittel. Ich glaube, dass wir haben das sehr clever gespielt. Wir haben Vorchecking gemacht. Wir haben auch unsere Chancen, die 4-2 zu machen. Und das vielleicht hängt ein bisschen auf uns im Moment. Wir fehlen uns diesen Schlüsselmoment, diesen Spiel wirklich zuzumachen. Aber trotzdem, wir haben 3-2 verteidigt für 20 Minuten, auch in Unterzahl. Und habe ich auch letztendlich, glaube ich auch, dass wir haben den Sieg verdient. Dankeschön. Ja, dankeschön, Rico. Petri, was sagst du? Ja, normalerweise verdient man das Sieg, wenn man mehr Tore schießt. Und wir haben heute 3 geschossen, also eigentlich wäre es unser Sieg gewesen. Aber nee, wie Rico gesagt hat, es war ein guter Derby. Beide Mannschaften haben sich nicht geschenkt. Es war purer Kampf die ganze Zeit. Beide wollten in Offensiven im Prinzip das Spiel für sich entscheiden. Natürlich Kassel wie gewohnt sehr, sehr bissig vor dem Tor und Zug zum Tor. Das ist das, was wir erwartet haben. Und ich fand, in ersten und zweiten Drittel Kassel war so eine überlegene Mannschaft. Wir sind natürlich im letzten Drittel nochmal zu unseren Chancen gekommen. Und natürlich, wenn wir die 2 Überzahlsituationen am Ende haben, da müssen wir den Ausgleich schießen, aber es ist heute nicht passiert, aber daran müssen wir weiterarbeiten. Aber wie gesagt, wir hätten auch einen Punkt verdient. Ja, dankeschön Petri, dankeschön beiden Coaches für eure Statements. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse und dafür bitte dieses zweite Mikrofon benutzen, wenn es denn welche gibt. Nein, heute ist der Presseraum mal voll und keine Fragen. Doch, komm Christian, auf geht's. Wo war denn in Ihren Augen der Unterschied zwischen dem Spiel am Freitag und dem Spiel heute? Außer die Ausbeute. Ich fand, Kassel war einfach nur vielleicht ein dick bissiger wie Frankfurt jetzt. Hat das einfach nur Härte für uns gemacht. Natürlich, Frankfurt hat viele Ausfälle gehabt. Und letztendlich Unterschied ist, dass wir haben heute verloren und Freitag gewonnen. Mit was für Idee ist man denn heute ins Spiel reingegangen? Wie wollte man denn Kassel schlagen? Ich glaube, die Idee ist immer das Gleiche. Man will seine Zweikämpfe gewinnen und ein Tor mehr schießen wie der Gegner. Das haben wir auch geschafft. Aber wir Derbys sind immer harter Kampf, harte Arbeit. Und letztendlich gibt es immer derjenige, der das verdient hat. Also ein bisschen mehr gearbeitet hat, ein bisschen besser in die Zweikämpfe gewesen ist, gewinnt es am Ende. Weitermachen will. Wie fällt deine Abschlussfrage von mir zumindest, wie fällt denn das Derby-Wochenende von Ihnen aus, die Bilanz? Ja, das ist natürlich direkt nach einem verlorenen Spielen ist man ein bisschen enttäuscht, aber unsere Derby-Gegner sind nun mal zwei absolute Top-Mannschaften in dieser Liga und wenn man einmal gewinnt, kann man damit leben. Okay, gibt es noch weitere Fragen?
Dem scheint nicht so. Dann bleibt mir nur noch der Hinweis auf unser nächstes Heimspiel. Das ist bereits am kommenden Freitag, der 21. Oktober um 19.30 Uhr sind dann hier zu Gast die Eispiraten aus Crimmitschau. Ja, Dankeschön nochmal beiden Coaches. Euch einen guten Nachhauseweg nach Kassel. Alles Gute fürs nächste Wochenende. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag hier wieder. Bis dahin, schönen Rest am Tag. Danke, ciao.